Gerrys gut gelaunte Gäste im Feierabend am Montag um 5 bei Extra Radio 88.0. Heute Abend wieder, am Montag, auch am 6. April, auch am Ostermontag, ein Gast bei mir, der stellt sich jetzt selbst vor. Bitteschön. Ja, hallo, ich bin der Dieter Past und ich sitze hier, weil ich ein Buch geschrieben habe. Und das Buch heißt? Das Buch heißt Erfolgreich als Lebensunternehmer. Wobei Lebensunternehmer eine Kunstschöpfung ist, die eigentlich jeden Menschen anspricht, der sein Leben selbst in die Hand nehmen will, der selbstbestimmt und aktiv werden will. Ja, und deswegen Lebensunternehmer. Also werden wir heute nach der Sendung um einiges schlauer werden, glaube ich, oder? Verfolgen wir das Ganze mal. Na, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Gerrys gut gelaunte Gäste und natürlich haben wir auch immer ein paar Vorgespräche und somit kann ich das gut gelaunt schon gleich mal belegen, ja, Dieter. Ja. Immer freundlich, immer nett und vor allem immer sehr aufmerksam ist mir aufgefallen. Du bist wirklich einer, der mit seinen Augen schon viel wahrnimmt außenrum. Das ist höchst interessant, aber jetzt mal zu dir selbst. Dieter Past, Universalist mit Tiefgang und Rundblick, so habe ich es gelesen auf der Homepage. Ja, wie erklärt man das? Ja, das fängt natürlich als Kind nicht so an. Ich habe als Kind schon immer mich für alles Mögliche interessiert. Wir haben gebastelt, wir haben Kaninchen gezüchtet. Meine Großeltern, ich bin in der Großfamilie aufgewachsen und habe damit hab auch sehr viel von meinen Großeltern mitbekommen. Eine wunderbare Sache. War aber auch ein bisschen auf mich allein gestellt teilweise, weil die Familie hat gearbeitet und ich war ein bisschen auch Schlüsselkind, nicht ganz, aber ein bisschen. Und das ist natürlich für mich eine Spielwiese gewesen, um selber auch aktiv zu werden, schon als Kind. Von Kindesbeinen an habe ich dann auch Hasenstellen mitgebaut und gegärtelt und Modelle gebastelt und es ist so gewachsen. Diese Sachen sind gewachsen und sind immer größer geworden und ja. Also man muss sagen, da war das Interesse auch schon da, ne? Natürlich. Nicht nur da müssen wir was machen, sondern das hat dich dann auch schon begeistert. Das hat mich begeistert und ich habe vor allem auch immer aus eigenem Antrieb was gemacht. Ich erinnere mich, als Kind hatte ich das Werkbuch für Jungen. Das ist so ein dicker Wälzer, da gibt es von der Optik über die Mechanik und alle möglichen Experimente und auch Dinge, die man basteln kann. Das habe ich von vorn bis hinten durchgebastelt. Ich war bei jedem Handwerker im Dorf, damals habe ich in Drogen gelebt, bei jedem Handwerker im Dorf war ich in der guten Werkstube gestanden, habe ihm über die Schulter geschaut und habe die Abfälle mitbekommen und gesammelt und einmal ein altes Werkzeug. Und dann durfte man selber basteln und sich probieren und das ist eine wunderbare Sache, wie man sich entwickeln kann. Also eine schöne Geschichte gleich zu Beginn, kann man sich richtig bildlich vorstellen, weil du sagst Drogen, du bist der Hofer, oder? Ich bin in Hof geboren, ich bin hier geboren, bin dann, als ich in die Schule kam, sind meine Eltern mit mir nach Drogen gezogen. Da lebte ich, bis ich knapp 30 war, habe dann nochmal ein Haus gebaut in Hof. Mhm. Also das, du kennst dich aus hier. Ne? Ja, ich kenne hier alles, ja. Alles und jeden. So muss das sein. Das ist auch schön hier, weil wir ja überwiegend auch regionale, gut gelaunte Gäste haben. Was ist dann deine Intention gewesen beruflich? Was hast du dann lernen wollen oder hast du gleich das gelernt, was du... Ja, ich war auf der Realschule, Gymnasium kam für mich nicht in Frage. Ich bin Kind von Flüchtlingen und vom Dorf her, da ist man nicht aufs Gymnasium geschickt worden. So aus dem, wo ich herkomme, ja, das Deutsch war nicht so mein Hauptfach. Wobei ich immer durchaus ein guter Schüler war, vor allem in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Ich ging dann auf die Realschule. Und was eine Leidenschaft von mir war die Chemie. Ich hatte ja auch schon immer in einem kleinen Nebenraum vor einem Häuschen so ein kleines Chemielabor mir aufgebaut gehabt. Nur in Hof ist mir der Chemie ganz schlecht. Also hat man mich vom Arbeitsamt her gesagt, da musst du, wenn du in Hof bleiben willst, ich hatte nämlich, wollte hier schon bleiben, mir hat es hier schon immer gefallen, gesagt, Chemie ist schlecht, aber mach doch was Ähnliches. Geh in die Medizin, mach medizinisch-technischen Assistenz oder Labor von einem Krankenhaus. Ist was Spannendes, was Schönes, ist auch viel mit Chemie und hast mit Menschen zu tun. Das hat mir sehr gut gefallen. Also bin ich technischer Assistent geworden. Und da bin ich heute noch. Ja, und das hast du gleich am Anfang gemacht? Das habe ich von Anfang an gemacht. Das war meine erste Idee, meine Ausbildung. Und das mache ich heute noch. Wunderbar. Also als Daniel Düsentrieb angefangen und gleich einen Boden gefunden, wo du deine Sachen weitermachen kannst. Ja, das war dieses Labor, das hat schon was. So ein Labor, das ist ein bisschen Hightech, da sieht es ein bisschen aus wie Cap Canaveral. Das ist modern, das ist viel Technik auch und sehr schön, ja.
Das Gerd ist gut gelaunte Gäste. Heute mein Gast Dieter Past aus Hof. Er hat auch ein Buch geschrieben, da gehen wir nachher nochmal ein. Dieter Past, dich kann man ja auch im Internet finden. Du bist gut vertreten dabei und zwar unter anderem mit Coaching in Business und Organisation, Workshops, Vorträge und so weiter. Was muss man sich da vorstellen? Was kann man von dir bei so einem Workshop zum Beispiel erfahren? Ach, ich habe schon die verschiedensten Workshops gemacht. Zum Beispiel habe ich mich sehr viel mit Glück beschäftigt. Wo wohnt das Glück? Das Glück ist ein Schalter. Man kann es anschalten. Glücklich ist man, wenn heute besser ist als gestern. Glück ist das nicht, was dir unbedingt sofort zufällt, sondern das ist dieses Luck. Der Engländer hat verschiedene Worte dafür. Also wenn ich am Münzewürfel und ich gewinne, dann ist dieses das Luck. Aber das Glück, das ich meine, ist das Wohlfühlglück. Dieses Glücklichsein, Happiness, das ist was anderes. Ja? Und Glück ist ein Schalter und da ist Bildung eine wunderbare Sache. Wenn du nämlich Bücher liest, so wie ich das gemacht habe, dann oder dich weiterentwickelst, dann bist du morgen ein bisschen besser als heute und das macht den Menschen glücklich. Wie kommst du auf sowas? Also ich will jetzt mal sagen, so der Otto Normalverbraucher, wenn man ihn so nennen darf, der geht ja schön in seine Arbeit, ist auch in seiner Art und Weise glücklich, weil er denkt, hier ist das meine Aufgabe, isst, trinkt, hat vielleicht Familie, geht in die Arbeit, geht wieder heim und so weiter. Wie kommst du dann darauf zu sagen, ich muss Ihnen da draußen mal erzählen, was es denn eigentlich noch gibt? Das hat eigentlich ganz harmlos angefangen. Als ich 12 Jahre alt war, war ich auf der Realschule und nachdem ich in Drogen gewohnt war, ist der Bus relativ spät gefahren. Also musste ich mich immer in der Stadt ein bisschen abhängen und es war langweilig. Also ich hatte einen schönen Lehrer, der hat schon sehr früh zu mir gesagt, geh doch mal in die Stadtbücherei. Und dann habe ich angefangen zu lesen mit 12. Ich lese es in der Stadtbücherei, seit ich 12 Jahre alt bin und manche Bücher waren unglaublich spannend und seitdem bin ich ein richtiger Lesewurm geworden und wühle mich durch diese Bücher durch und das lese ich mit Begeisterung. In der Schule ist alles vorgegeben. Da kriegst du ein Thema vorgesetzt und das musst du. Und wenn ich aber selber freiwillig entscheiden kann, was ich will, dann suche ich mir das raus, was meine Leidenschaft ist. Niemand, der am Modelleisenbahn bastelt, der muss auswendig lernen, wie das Weichensystem gesteuert wird. Das liest der einmal, dann weiß der das. Und das war bei mir auch immer so. Wenn immer ich was gelesen habe, dann habe ich das sofort gemerkt und ich habe 3800 Sach- und Fachbücher gelesen und ich habe die alle noch im Kopf. Also so die Quintessenz und das ist jetzt hier komprimiert in diesem einen Buch dann später. Mhm. Also das war das. Schön ist auch zu wissen, wenn du das so erzählst, dann muss ich dir immer zunicken, weil das stimmt auch. Also ich möchte es jetzt natürlich nicht anzweifeln, aber du sagst Sachen, die eigentlich jeder weiß, nur irgendwie gar nicht so erkennt, ne? Ja, das ist ein Problem heute in der heutigen Welt. Die heutige Welt ist unglaublich komplex geworden und diese Komplexität können die Menschen ganz schwer handeln. Man kann eigentlich Komplexität nur mit Überkomplexität handeln. Das Fachgebiet hieß zum Beispiel Kybernetik, wie diese Steuerung funktioniert. Und das ist ein Versuch, das ist die einzige Methode, wie das wirklich funktioniert. Und das Buch ist ein Versuch, dem Menschen das nahe zu bringen und Methoden zu zeigen, wie er das machen kann. Menschen neigen nämlich zum Trivialisieren, Menschen vereinfachen. Menschen in so komplizierten, komplexen Welten, da werden sie ganz einfach. Lass mich ein Beispiel sagen. Gern. 1900, Ende der 70er Jahre, 78, habe ich mein erstes Auto gekauft. Da hat man ADAC-Testheft gekauft. Da gab es 10 Automarken. Davon waren 4 sowieso zu teuer. 2 waren Franzosen, die wollte ich nicht. Und da konntest du, da hat jede Automarke hat 5 verschiedene Autos gehabt. Und die hatten einen schwachen und einen starken Motor. Und da konntest die Farben noch raussuchen. Wenn du das Heftel durchgelesen hast, war klar, das ist mein Auto. Ist heute nicht mehr möglich. Also Menschen, die trivialisieren, die vereinfachen, die gehen jetzt einfach, die kaufen das Billigste oder kaufen irgendeine Marke. Aber diese ganze komplexe Welt unter einen Hut zu bringen, ist schwer. Ich verstehe. Wir werden gleich noch dann nach dem nächsten Titel und ein bisschen Werbung drauf eingehen, was du als Lebensverbesserer, was du da drin siehst. Gut gelaunte Gäste, Montagabend, heute Dieter Past bei mir. Auch als Lebensverbesserer und Motivationstrainer habe ich dich im Internet gefunden. Das kann man jetzt natürlich nicht so als Chaka Motivation und wir sagen jetzt alles ist gut und so weiter machen, sondern das hat einen anderen Hintergrund, ne?
Ja, das hat tiefe Hintergründe. Begonnen hat es eigentlich, dass ich sag, schreib mal was auf. Wir hatten immer Praktikantinnen. Also ich lebe in einem Frauenberuf, Männer. Mhm. Mein einziger Kollege ist leider gestorben und jetzt habe ich nur noch Frauen um mich herum. Und ich wusste immer sehr genau, was ich will. Ich war sehr jung und war immer sehr früh auch fertig mit der Ausbildung und war einer der Schnellen immer gewesen. Ich wusste immer genau, was ich will. Mein erstes Haus habe ich gebaut mit 19 und mein zweites mit 30. Ich bin 10 Marathons gelaufen und ich habe die Freiheitshalle gemietet für eine Katzenausstellung. Wir hatten 12.000 Besucher in Hof in der Freiheitshalle. Für Katzenausstellung? Beim Franz Josef Strauß waren nur 6.000 da. Ja, also wir haben jedes Jahr, wir haben 20 Jahre Katzen gezüchtet, mhm, und haben jedes Jahr eine Stadthalle gemietet, zum Beispiel in Bayreuth die Stadthalle oder in Kulmbach, mhm, oder auch mal die Arena in Leipzig oder in Sulzbach-Rosenberg. Und auch immer eine kleine Katzenausstellung mit 30 Katzen. Also in der Freiheitshalle waren 500 Katzen. Wow. Es ist eine neue Rasse vorgestellt worden, der Weltpräsident ist eingeflogen. Es war da als Fernsehen, Oberfranken TV, Bayerischer Rundfunk und RTL. Ich habe einen Malwettbewerb organisiert, den wir durchgeführt haben. Gab es damals nur für die Sparkasse und Bund Naturschutz deutschlandweit. Und wir, die Ortsgruppe der Katzenzüchter, haben das regional gemacht. Weil, ist toll, ne? Ja, ja. Ich überlege gerade, gibt's, frage ich, was du gemacht hast oder was du noch nicht gemacht hast? Ja, ich habe auch einiges noch nicht gemacht. Da jedenfalls, mal drauf eingehen, ja. Jedenfalls, ich wusste immer genau, was ich will und ich wusste auch immer genau, wie ich das krieg. Mhm. Und wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, eigentlich ist mir das selber noch gar nicht so aufgefallen, wie jetzt, wo man so drüber spricht. Ich habe das meiste durchgezogen, eigentlich fast alles. Mhm. Und jetzt habe ich Praktikantinnen, die kommen, die haben 3 Ausbildungen, ich hatte nur eine. Und die wissen nicht, was sie machen sollen. Sind ein bisschen orientierungslos. Manche Menschen haben einen tollen Job, die Firma geht flöten und sind orientierungslos. Und ich sehe hier Riesenbedarf. Übersicht und Orientierung ist eine Sache, die in der modernen Welt verloren gegangen ist. Und die ich eigentlich immer hatte. Und zwar sehr klar hatte. Ja, und da habe ich ein Buch drüber geschrieben. Heute bei mir Dieter Past, der auch das Wetter positiv lesen kann. Das hören wir uns jetzt mal an, bitteschön. Ja, wenn die Sonne scheint. Das genau. Extra-Radio Hochfrankenwetter. Heute Abend ist es nach wie vor wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Später kommt es zu vereinzelten Regen, Schnee und Graubelschauern. Die aktuelle Temperatur in der Altstadt beträgt 3 Grad. Heute Nacht gehen die Werte auf minus 4 Grad zurück. Morgen scheint von früh bis spät die Sonne, na was sag ich denn, bei 8 bis 11 Grad. Der Mittwoch bringt mehr Wolken als Sonne, es bleibt aber trocken mit ähnlichen Werten. Super. Hallo und herzlich willkommen, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben. Heute ein interessanter, gut gelaunter Gast, nennt sich Dieter Past, ist aus Hof und ist Universalist in vielen und allen Bereichen, die wir bis jetzt besprochen haben. Sie können natürlich auch diese Sendung ab morgen Nachmittag wieder auf extra-radio.de nachhören. Und jetzt geht's ums Thema das Buch. Erfolgreich als Lebensunternehmer. Jetzt, wenn ich dich frage, Dieter, was steht da drin, dann kannst du das eigentlich gar nicht sagen, weil das muss man selbst erleben, ne? Ja, das ist ganz schwierig. Ich habe aus 3.800 Büchern die Quintessenz zusammengefasst in einem Buch. Da werden unglaublich viele Metaprogramme vorgestellt, Meta-Erklärungen, also Dinge, die erklären, warum die Dinge so sind. Nicht, dass sie so sind, sondern warum sie so sind. Das Ganze versuche ich mit einer bildlichen, einfachen Sprache zu machen, dass das auch der normale Mensch dann gerne liest und lesen kann. Wolf Schneider hat mal gesagt, einer muss sich plagen, der Leser oder der Schreiber, und der Leser tut es nicht. Ich habe also jetzt 10 Jahre gewartet nach meinem ersten Buch, um das zweite zu schreiben, und habe hier, hoffe ich, unglaublich viel dazugelernt, und es hat doch auch sehr an Qualität gewonnen, dadurch, dass ich den Dr. Axel Herrmann als Lektor gewinnen konnte, dem ich sehr, sehr dankbar bin. Wir hatten ein wunderbares Zusammenarbeiten und das war der Beginn, von dem es eigentlich immer professioneller wurde. Am Schluss der Klaus Schubert zum Beispiel von Schubert Werbung hat mir dann das ganze Marketing gemacht, das Buchdesign, wunderbar. Alles beide Freundschaftsdienste, die da nichts dafür nehmen. Das ist eine ganz fantastische Sache, wenn man sagt, Menschen machen das, auch weil ihnen das selber gefällt, weil sie das selber gern lesen und interessant finden. Ja, und so zum Beispiel, es gibt 52 Hauptkapitel, die sind nummeriert. Und zwischen den Hauptkapiteln gibt es noch Zwischenkapitel. Das ist mehr die Strategie und die Methode, wie das Ganze funktioniert. Und selbst mein Lektor, der Dr. Axel Herrmann, hat am Anfang noch gar nicht so gemerkt, dass diese ganzen Kapitel gar nicht für sich alleine stehen, sondern eine wunderbare, runde Sache sind. Also ich sehe den Menschen ganzheitlich in seiner Ganzheit.
Ganzheitlichkeit. Und das wird in diesem Buch erlebbar. Und es werden dem Leser auch sehr viele Methoden gezeigt, wie man aus Wissen Verständnis macht und wie man aus Verständnis vom Verstehen ins Handeln kommt und wirklich was Gutes für sein Leben entwickeln kann und daraus dann auch was Positives ziehen kann. Sagen, jawohl, mein Leben ist schöner geworden, besser geworden, ich habe weniger Sorgen, habe mehr Spaß am Leben. Das ist der Sinn, wieso ich das geschrieben habe. Jetzt trifft es so zu erfolgreich als Lebensunternehmer. Also hier ist es auch ein bisschen aufgetriefelt, sag ich mal. Also auf dem Buch steht erfolgreich, dann steht drunter als Lebens- und drunter Unternehmer. Für wen ist es denn eigentlich das Buch? Für wen ist das gedacht? Ist das für Unternehmer gedacht? Ja, das ist so. Der Mensch hat eine selektive Wahrnehmung. Wenn ich mit dem Horst in die Stadt gehe, sieht er nur rote Autos und der Kollege Fritz nur rote Miniröcke. Und meine Kollegin sieht nur rote Stöckelschuhe oder rote Handtaschen. Und der Unternehmer liest vielleicht erfolgreich als Unternehmer, weil das Lebens ist ein bisschen farblich abgesetzt und auch von der Schrift her. Genau. Aber das Leben steht in der Mitte von diesem Wortgebilde und das bedeutet, das Leben sollte auch in der Mitte des Unternehmers stehen. Viele, vor allem kleine Unternehmer, kleine Selbstständige, die arbeiten selbst und ständig und die Firma frisst sie ein bisschen auf. Die Frau sagt, du, dich sehe ich überhaupt nicht und das und für die ist das geschrieben. Es geht tatsächlich um den Unternehmer. Ich habe auch nochmal ein Studium jetzt angefangen, auf das Buch aufgesattelt, wo ich dann Strategien lerne, wie man Unternehmern erfolgreiche Strategien für die Bewältigung und für die Zukunft dann aufzeigen kann. Und für den Unternehmer steht das Leben in der Mitte. Aber das Lebensunternehmer ist auch eine Kunstschöpfung, eine Wortschöpfung, die jeden Menschen anspricht. Werde Unternehmer deines eigenen Lebens. Also jeder, sagen wir mal auf ganz salopp, der den Arsch in der Hosen hat und diesen auch hochbringt. Das heißt, der selber was machen will, der nicht nur rumgeschubst werden will vom Leben, sondern sagt, jetzt mache ich mal selber, jetzt packe ich das an. Für den ist es auch geschrieben, also im Prinzip für alle. Das wollte ich sagen, ne? Eigentlich ist es gar nicht spezifisch, sondern wer da reinliest, der wird es für sich entdecken. Ich sag mal, 80% der Menschen könnten damit was anfangen. Ob sie das wollen, ist was anderes. Alles klar. Oh, extra Radio am Montagabend, sogar am Feiertag. Das ist übrigens schön, Dieter, dass du dir auch Zeit nimmst am Ostermontag. Du warst heute schon wandern, gell? Ich war heute schon wandern. Ich war mit Freunden heute in unserem schönen Frankenwald. In Zeiern sind wir durch die Wälder gelaufen und alle haben gesagt, hey, du bist überhaupt nicht aufgeregt. Bist du überhaupt noch rechtzeitig da? Ja, ich bin als Einziger vorher hergefahren. Man hat mich auch gut behütet wieder an den Parkplatz gebracht, weil selber hätte ihn gar nicht gefunden. Dafür hat man Freunde und denen danke ich sehr. Meine liebe Outdoor-Gruppe, wunderbare Menschen. Rettet vielleicht Firmen vor dem Bankrott, aber findet nicht zurück zum Auto. Ja, das passiert. Stärken und Schwächen, ne? Wie es halt immer so ist. Menschlich. Also, super, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Wenn man jetzt bei dir war, zum Beispiel bei so einem Seminar oder so Sachen oder auch dieses Buch gelesen hat, was kann man dann machen? Ist man dann innerlich mehr zufrieden? Hat man Anleitung für bestimmte Sachen oder kann man dann was Neues vielleicht anfangen? Man kann all dieses, es fängt aber ganz einfach an. Du musst die Menschen immer da abholen, wo sie gerade stehen. Also die Kapitel fangen ganz einfach an mit zum Beispiel eilig und wichtig. Da siehst du in der modernen Welt, wenn jemand etwas von dir will, dann will der das sofort haben. Mhm. Die Dinge, die dich selber betreffen, sind selten eilig, aber wichtig. Also mit solchen Sachen fängt es an. Dann fängt es auch, dann leite ich auch über, dass man so das Leben ist natürlich, auch wenn du was machst, ist es auch eine gewisse Anstrengung. Es werden auch sehr viele Sachen erklärt, warum das so ist. Und ich stelle in den Kapiteln immer zwei Sachen gegenüber, eben wie dieses eilig und wichtig. Und man merkt eigentlich den Unterschied dann nicht nur zu verstehen, sondern fast schon zu fühlen, dass man sagt, jawohl, genau, so ist es. Und dann leite ich auch an, dass du sagst, wie machst du das jetzt im Alltag? Wie bringst du das Ganze in deinen Alltag rüber? Und deswegen ist es auch wichtig, man sollte dieses Buch nicht schnell lesen, sondern langsam. Man bekommt hier auf 260 Seiten unglaublich viel Nutzen für relativ niedrigen Preis. Und du kannst auch ganz lang daran lesen und das sollst du auch, weil du musst ja deinen Teil deines Lebens mit einbringen, damit es dir was nützt. Das geht hier nicht um seichte Unterhaltung, obwohl manches auch schon unterhaltsam geschrieben ist, sonst liest es der Mensch nicht gerne. Ja. Es ist auch so geschrieben, dass
dass die Kapitel kurz sind, auch für Männer. Männer lesen nicht gern mehr als 4-5 Seiten am Stück vielleicht, oder hat man mir gesagt. Deswegen sind die Kapitel auch nicht länger als 3-4 Seiten. Das, also ich habe schon mal reingeschaut, das ist sehr übersichtlich auch. Schön aufgeteilt das Ganze für die Hörer jetzt nochmal: erfolgreich als Lebensunternehmer. Dieter Past im Buchhandel erhältlich. Morgen dann bei dem Nachspiel, wenn ich morgen nochmal ganz kurz auf unser Gespräch von heute eingehe, werden wir auch einen Band verlosen. Und kann man sich bei dir abholen, kann man im Buchhandel kaufen, kann man auch als Hörbuch runterladen. Als Hörbuch nicht, nee, als Hörbuch nicht, als E-Book. Als E-Book, als E-Book, genau. Als E-Book. E-Book. Zurzeit E-Book-Aktion 4,99. Ach komm. Noch das ist vier, ja, ist fast verschenkt. Also wer noch 2 Euro drauflegt, kommt der Dieter auch mal vorbei. so ungefähr, ja, so ist es. Wunderbar, wir machen ein bisschen Werbung und ein Lied und dann habe ich noch 1-2 Fragen an dich persönlich. Heute bei mir Dieter Past, oder heißt es Past oder Past? Ich sprich's kurz aus, Past. Past. Also dann passt es ja so. Das ist ja auch schon mal so eine Motivation. Nomen ist Omen. Genau. Wunderbar. Dieter, ein paar kleine Schlagworte noch für dich. Wir wollen ja auch ein bisschen was über dich erfahren. Hast du eine Leibspeise? Ja, ich habe schon immer gern Suppen gegessen, in denen was drin ist. Also ich liebe Hoferschnitz. Das ist ja authentischer, geht's ja gar nicht mehr. Wenn du jetzt mal Zeit hast, um wegzufahren, Urlaub, vielleicht mit der Frau und so weiter, wie entspannst du dann, ohne dass du hier weiter denkst, was kann ich wieder machen und so? Gibt's ein Ritual, ein Glas Wein oder irgend sowas hast du? Ich kann wunderbar abschalten und ich liebe das Leben, ich liebe auch das gute Essen und liebe auch gute Getränke. Wir fahren jetzt Anfang Mai nach Korsika, 14 Tage mit dem Rennrad, werden da 3 verschiedene Hotels haben, also an 3 verschiedenen Stellen der Inseln, immer 5 Tage, und werden dann mit dem Rennrad und vielleicht auch wandern mal gehen und uns Korsika anschauen. Und da freue ich mich schon sehr. Und das mache ich alles mit meiner Frau zusammen. Wir fahren dort, da geht es ja von null ganz schön hoch in die Berge auch. Wir fahren auch jedes Jahr mit meiner Outdoor-Gruppe, die ich vorhin erwähnt habe, einmal nach Südtirol. Machen wir seit 10 Jahren zum Bergwandern, Bergsteigen, auch mal Klettersteige. Ganz spannend, ganz schön. Bist du also kein Sportler, sondern so Freizeitsportler, der das dann in seiner Freizeit aktiv betreibt? Ich war das unsportlichste Kind in der ganzen Schule. Ich konnte weder schwimmen noch einen Purzelbaum. Bin jetzt aber 10 Marathons gelaufen, gehe Skifahren, gehe Skilanglaufen, gehe Rennrad fahren, Mountainbike fahren. Hab auch schon bei einem Triathlon mitgemacht. Ich war selbst in Kulmbach schon dabei, bei diesem Ironman, ich als Staffelteilnehmer, und stand neben dem Hellwiegel. Das war der Erste, der in Hawaii den Ironman gewonnen hat. Der war auch Radfahrer-Staffelteilnehmer. Sensationell. Eine Frage habe ich noch, bevor ich dich dann wieder in deine kreative, in deinen kreativen Abend entlasse. Gibt es einen Menschen oder irgendwas, was du gerne noch mal treffen möchtest? Könnt auch schon nicht mehr leben, also irgendwo, wo du sagst, Mensch, den hätte ich gerne mal getroffen. Gibt es sowas? Es gibt welche. Ich habe schon welche getroffen. Den Professor Hawkins habe ich getroffen in Frankfurt auf der Buchmesse. Und auch den Reinhold Messner, der hat mal die Hand geschüttelt und habe auch ein Geschenk von ihm bekommen. Mhm. Aber wen ich noch mal treffen möchte, er hängt im Fernwehpark, wäre der Dalai Lama. Ich habe mich schon immer auch für die asiatische Sichtweise der Welt interessiert. Und das ist auch das, was das Buch unterscheidet, das Ganzheitliche. Dieses Buch ist eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen und der Welt. Ein ganzheitliches Verständnis, und das kann der Asiate besser als der Europäer. Ich hatte neulich auch einen Gast, die hätte auch gerne mal die Aura von Dalai Lama kennengelernt. Vielleicht kommt er mal, vielleicht ist er mal Gast von mir, dann lade ich dich auch mit ein. Das wäre ein Traum für mich. Dieter Past, danke fürs Dasein, alles Gute, viel Erfolg mit deinem Buch und bleib weiter so motiviert. Gerwi, ich danke dir und danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank auch den Hörern. Tschüss.